Grüezi miteinander, ich begrüße euch im Lager von Let's Help. Heute schauen wir an, wie wir eine Person korrekt reanimieren, unsere Breitenpuppe. Zuerst ohne Defibrillator und nachher mit dem Defibrillator. Wenn ihr eine bodenbewusstlose Person seht, als erstes gerade das Nattel vornehmen, Notruf anrufen, auf Lautsprecher stellen, nebendran herlegen, könnt ihr den Notruf kommunizieren und in dieser Zeit Person konzentrieren, zuerst einmal überprüfen, atmet die Person. Das heisst, dann geht ihr mit dem Ohr ganz nahe ins Maul an. Gleichzeitig schaut ihr Richtung Oberkörper und Bauch, ob sich der Thorax hebt oder senkt. So setzt sich noch die Hand drauf legen, dass man es auch spürt. Jetzt wisst ihr in dem Sinn, die Person atmet nicht. Bevor ihr könnt reanimieren, wenn ihr eine Maske habt, Maske vornehmen. Ohne Innendruck, dass das Ventil rauskommt, dann die Person anlegen. Und wenn ihr keine Maske habt, Eigensicherheit geht vor. Wichtig ist, bevor ihr anfangen zu reanimieren, schaut euch um, schaut, ob ihr Leute zur Reanimation beiziehen könnt, respektive zu der Nothilfe euch beiziehen. Beispiel: Hilfe reanimieren, Rettungsdienst einweisen, Gaffer wegschicken, Defibrillator holen. Denkt daran, wir sind nie alleine. Betreffend Druckpunkt zur Herzmassage, schauen, wo der Rippenbogen ist. Da ist jetzt klar ersichtlich, eventuell müsst ihr den Rippenbogen ertasten. Wenn ihr ihn ertastet habt, zwei Finger breit über dem Rippenbogen, dann sind ihr automatisch zwischen den Brustwarzen oder dem Brustansatz bei Frauen. Hier ist der perfekte Druckpunkt. Das heisst, die Hände so nehmen und nachher auf den Druckpunkt ansetzen und dann anfangen reanimieren. Gemäss dem Reanimationsrhythmus gibt es eine einfache Eselsbrücke. Stellt euch das Lied Staying Alive von Bee Gees vor im Kopf. Und reanimiert gemäss dem Takt von dem Lied und dann erreicht ihr die 100 bis 120 Herzdruckmassagen pro Minute. Bitte sehr. Nachher die Hände so nah auf die Maske drücken, das Kinn noch etwas aufdrücken, dass der Mund zu ist. Und nachher zwei kurze Beatmungsstöße geben. Und dann wieder 30 Thoraxkompressionen, das heisst Kompressionen vom Oberkörper, Brustkorb. Und das so lange, bis der Rettungsdienst kommt oder die Person zu sich kommt. So, das wäre es betreffend Reanimation. Mit Defibrillator und ohne Defibrillator, auch wenn ihr schon lange nicht mehr oder noch nie reanimiert habt, jede Reanimation ist besser als gar keine. Habt keine Angst, seid mutig, ihr packt das.